Hallöchen, Ladies and Gentlemen, vor allen Dingen die Ladies. Passt auf, ich habe mich in der letzten Zeit oft mal so auf YouTube und auf Instagram rumgetrieben und ich habe am ganzen Wochenende jede Menge Videos gesehen, ja, über The Blue Blood. Und da habe ich mir gedacht, ich habe doch noch so eine Palette hier liegen zu Hause. Mit blauen Lidschatten. Und da habe ich gedacht, das machst du mal nach. Das sieht so geil aus bei allen. Das schaffst du, ne? Guck mal, Leute, wie ich aussehe. Als wäre ich verprügelt worden. Soll ich so rausgehen? Ich überlege. Guck mal, ich habe mir auch gedacht, ach, dann ziehst du hier schön dein blaues Dingsterbums an. Ich fühle mich. Ich habe gerade so geguckt, ne? Und habe ich gedacht, mein Gott, dat, bei allen sieht das schön aus, außer bei mir. Kennt ihr das? Ihr seht das bei anderen und denkt, oh, das ist so schön und das sieht immer so schön einfach aus, ne? Hier, diese ganze Pinselartists, ja. Hallo. So sieht das aus, wenn normale Frauen das machen, die keine Ahnung haben. Ich finde das ganz schrecklich. Soll ich so rausgehen? Vom Weiten geht das eigentlich, ne? Ich weiß nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall so ganz anders. Das ist so ein... Ich fühle mich wie so ein... Ja, verkleidet. Ich fühle mich verkleidet. Ja, bei allen war das so schön. Ja, ich habe zuerst das Video von Maxim gesehen, dann habe ich das Video von Marvin Magnificent gesehen und danach von Jolina Mennen, ne? Die hatte so Probleme, ne? Aber habe ich gedacht, ach, wenn, ne, guck mal hier bei, hier, ne, da sah das hier so schön alles aus, ne? Die machen da hier dies, das, jenes. Ja, voll toll. Und ich fühle mich richtig. Oder ist das einfach nur ungewohnt? Aber ich fühle mich wie so ein laufender Fail. Kann das einer nachvollziehen? Das geht gar nicht. Wenn ich so zum Einkaufen gehe, hör mal, da bin ich hier, das Dorfgespräch. Ja, da reden die nächste Woche noch von. Hast du schon die gesehen? Entweder läuft sie mit ihrer Joggingbuchse hier mit Altpapier durch die Gegend. Oder die sieht aus, als... Nein. Wenn ich Schlacki gleich das mal zeige, dann fragt er, wer mich verprügelt hat. So ein Ding ist das. Ich wollte euch da trotzdem mal zeigen, weil... das gehört doch einfach dazu, ne? Man muss doch auch mal ehrlich sein. Ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen und wir Desperate Housewives, ja, wenn wir hier sitzen, ja, und das immer alles sehen, wie die anderen das alles so schön machen und das ist so locker, flockig, ja, und das sieht immer so top aus, ja, so richtig außergewöhnlich und einzigartig toll, ja, da möchte man das auch mal haben. Und dann endet das so, ja. Dass man sich fühlt, als wenn man irgendwie verprügelt worden ist von so ein paar Feen oder so. Geil. Nee. Ich bin mal gespannt. Tschüss. Das ist jetzt zwar nicht hier irgendwie besonders wertvoll und hat irgendeine tolle Botschaft, aber das ist der absolute Real Shit, Leute. Tschüss.